Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Doc Podcasts. Im Business Doc Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Doc Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, denn ich kann euch heute einen tollen Gast vorstellen. Und zwar den Mann, den ich vor einiger Zeit schon mal ganz kurz angesprochen habe in einigen Posts oder auch in dem einen oder anderen Business Doc Podcast Interview. Und zwar spreche ich heute mit Herrn Joachim Messner. Herr Messner ist Rechtsanwalt und das hat mich auf ihn aufmerksam gemacht, nicht nur weil er im Bereich des Medizinrechts unterwegs ist und Ärzte berät und auch als Unternehmer begleitet, sondern er hat das Buch geschrieben, Der Arzt als Unternehmer, ein praktischer Ratgeber für das zweite Standbein in der Medizin. Bemerkenswert ist das deshalb, weil er das vor 23 Jahren schon geschrieben hat und die Aspekte, die er vor 23 Jahren beschrieben hat, heute immer noch Gültigkeit haben und aktueller denn je sind, bis auf ein paar Gesetzmäßigkeiten, die sich da vielleicht geändert haben. Und darüber spreche ich heute mit ihm im Business Talk Podcast. Herr Messner ist immer noch tätig als Rechtsanwalt bzw. Fachanwalt für Medizinrecht, Arztrecht, Pharmarecht, Apothekenrecht. Er hat heute die Kanzlei Messner Rechtsanwälte, die er leitet und die er zusammen mit einer Kollegin betreibt. Aber nicht nur das, er ist Unternehmer durch und durch. Das merkt man auch, wenn man mit ihm spricht. Erstmal sehr, sehr besonnen, sehr ruhig, sehr viel Erfahrung in dem, was er tut. Er hat auch selber mehrere Gesellschaften gegründet, unter anderem zum Beispiel die Insumed GmbH oder die Arkan GmbH, also einmal zwei Firmen, die sich mit dem Thema Bioresonanz bzw. Ernährung beschäftigen. Er hat 2017, also relativ frisch noch, die Sports Group GmbH gegründet, eine Gesellschaft, die sich nur oder ausschließlich mit dem Thema der Sportmedizin beschäftigt. Und da geht es um Kommunikation, Aus- und Weiterbildung und Beratung von Sportmedizinern. Und Begleitung ist also auch ein Verlagshaus, aus der mittlerweile die etablierte Sportmediziner- oder Sportärztezeitung entstanden ist. Und man merkt ihm diese Vielseitigkeit an, man merkt ihm aber auch die Erfahrung an, die er im Medizinerbereich mitbringt und die er als Unternehmer, aber auch mit allen unternehmerischen Möglichkeiten an Ärzte, an Mediziner weitergibt, die sich genau in diesem Umfeld bewegen wollen. Er hat viele, viele gute Tipps, nicht nur in seinem Buch, sondern auch heute noch. Und deshalb lohnt sich es, auf jeden Fall wieder mit dabei zu bleiben, sich das Interview anzuhören. Und freut euch auf ein tolles Interview im neuen Business Doc Podcast und wir hören uns gleich wieder. Ja, an alle die heute wieder mit dabei sind, herzlich willkommen im neuen Business Doc Podcast. Wir machen heute ein persönliches Interview, das kommt bei mir auch nicht so oft vor, aber ich freue mich ganz besonders, heute einen Mann bei mir zu haben, den vielleicht der ein oder andere schon kennt. Und zwar habe ich letztens ein Buch vorgestellt, nämlich Der Arzt als Unternehmer. Jetzt werdet ihr sagen, das war doch an sich dein Buch, das wolltest du doch schreiben. Da würde ich nur sagen, ja, das stimmt, das wollte ich schreiben. Jetzt ist es schon da. Nicht, weil ich es geschrieben habe, sondern weil ich den Autor hier habe, der das vor 23 Jahren geschrieben hat. Ich freue mich ganz besonders, Herrn Joachim Messner hier zu haben. Herr Messner ist Rechtsanwalt seit einiger Zeit und wir besprechen heute einfach mal das Thema, wie er zu dem Buch gekommen ist und was ihn so umtreibt und was er in den letzten Jahren mit seinen Mandanten so gemacht hat. Also herzlich willkommen im Business Talk Podcast. Ja. Ich freue mich, herzlich willkommen, dass Sie dabei sind. Dass ich hier sein darf, Herr Neumann. Wir steigen einfach mal ein mit der Frage, die ich immer am Anfang stelle. Wer ist Joachim Messner? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, wer ist Joachim Messner? Rechtsanwalt und Unternehmer, Familienvater und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Jetzt ist ja das Thema Rechtsanwalt nicht mal eben so einfach gemacht. Das hat ja eine gewisse berufliche Karriere auch vorher und Sie sind ja schon seit einiger Zeit auch im Anwalt. Ich habe Ihren Lebenslauf ja vorhin im Einstieg schon vorgestellt. Aber Sie sind seit 1991 Rechtsanwalt und seit 1996 in eigener Praxis tätig. Ja.
und haben sich dann irgendwann auch als Medizinrechtler spezialisiert. Wie ist dazu gekommen? Dazu gekommen ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte zwei Termine. Damals 1991 war es, glaube ich. Einen in Frankfurt und einen in Wiesbaden. Ich wollte eigentlich Steuerberater werden. Große Steuerkanzlei. Damals die Treuhandvereinigung in Frankfurt. Tolles Büro. Keine Ahnung, 50 Stockwerke. Und dann noch einen Anschlusstermin in Wiesbaden gemacht. Kleine Kanzlei. Dritter Stock. Vier Kollegen. Und da bin ich dann hängen geblieben. Und der Inhaber hatte mir so ein paar Stichworte mit auf den Weg gegeben, dass ich mir das vielleicht nochmal überlege mit dem Steuerberater, weil er hatte gesagt, drei Branchen laufen immer: Essen, Trinken, Gesundheit. Und sie würden hier nur Medizinrecht machen. Und dann habe ich noch eine Bedingung an ihn gestellt, weil das war ein Grund, weshalb ich Steuerberater werden wollte. Ich sagte, Herr Kollege, ich mache alles für Sie, aber ich ziehe niemals eine schwarze Kutte an. Also die Verkleidung des Anwalts, wenn er vor Gericht auftritt, weil das war nicht mein Ding, weil ich von vornherein immer diesen Beratungsansatz wollte. Ja, so bin ich dann in die Medizinebene gerutscht und habe angefangen, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker zu beraten. Und das hat anscheinend so viel Spaß gemacht, dass Sie dann dabei geblieben sind, auch Ja. weiter sich spezialisiert haben. Und irgendwann ist es dann auch dazu gekommen, dass Sie ein Buch geschrieben haben, und nämlich dieses Buch Der Arzt als Unternehmer. Jetzt ist dieses Buch, ich habe das vorhin schon gesagt, entstanden wahrscheinlich vor 25 Jahren, rausgekommen dann vor 23 Jahren. Und was mich so begeistert hat an dem Buch, war einfach, dass es auch heute noch eine unglaubliche Aktualität hat. Also vielleicht nicht in den speziellen Themen, die Sie damals beschrieben haben, weil die Arztwelt ja an der einen oder Genau. anderen Stelle oder die Medizinwelt noch eine andere. Aber das Thema, warum ist der Arzt bis heute so wenig unternehmerisch tätig, beziehungsweise was kann er tun, damit er weiter unternehmerisch tätig sein kann, das hat Sie damals schon beschäftigt. Und Sie haben in diesem Buch Dinge beschrieben, die man eigentlich eins zu eins heute übernehmen kann. Ja. Wie ist das gekommen, das Buch? Ja, das Buch ist dadurch gekommen, dass es für mich nie einen Widerspruch gibt zwischen Arzt, Praxisführen und Unternehmer sein. Und man muss unternehmerische Fähigkeiten haben, um selber eine Arztpraxis, Zahnarztpraxis, Apotheke oder auch ein medizinisches Versorgungszentrum zu führen. Also auch wenn sich die Strukturen ändern, die Menschen, die Ausbildung, die medizinische Ausbildung ist eigentlich immer die gleiche. Und meiner Meinung nach darf man diesen unternehmerischen Aspekt eben nicht vernachlässigen. Man muss ja auch weiterdenken, auch über das normale kassenärztliche System hinaus. Was haben die Menschen für Gesundheitsbedürfnisse? Gerade der Bereich Prävention, Rehabilitation spielt eine große Rolle. Wie entwickelt sich Wertschöpfungskette? Auch heute wieder aktuell in der Diskussion geht es um die Substitution ärztlicher Leistungen, weil wir ja wissen, dass wir bei der älter werdenden Bevölkerung irgendwann mal einen Engpass bekommen bei den leistungserbringenden Ärzten, wo die Politik ja darüber nachdenkt, sozusagen den Leistungsumfang von jetzt Heilhilfsberufen zu erweitern und sozusagen in das Geschäft der Ärzte reinzugehen. Und die andere Diskussion, was die Ärzte natürlich immer haben wollen, ist eben nicht die Substitution, sondern Delegation. Sie wollen die Leistung überwachen. Und das sind Dinge, wo aus meiner Sicht auch die Berufspolitik noch ein bisschen zu langsam ist, diese Dinge aufzunehmen und dann auch umzusetzen. Und zwar im guten Sinne und nicht im bösen Sinne, dass es, wenn man sich als Unternehmer versteht und nur Geld verdienen will, ist man aus meiner Sicht ohnehin falsch in der Branche. Bevor wir gleich nochmal stärker auf das Thema Arzt und Unternehmersein eingehen, würde ich ganz gerne nochmal zum Unternehmer Jochen Messner kommen. Denn Sie sind ja nicht nur als Rechtsanwalt tätig, sondern Sie haben im Laufe der letzten Jahre einiges aufgebaut. Also unterschiedliche Firmen tatsächlich in unterschiedlichen Bereichen, die aber immer irgendwie eine Verbindung zum Thema Gesundheit, Medizin haben. Also Zeichnet das einen Unternehmer aus, dass er vielleicht ein bisschen vielseitiger ist, als nur in Anführungsstrichen in eine Richtung unterwegs zu sein? kann sein, also das, was ich gemacht habe, hätten eigentlich genauso gut Ärzte machen können, weil das ja nur eine Lücke füllt von dem, was ohnehin Menschen brauchen oder wo die Medizin hingeht oder wo die Prävention hingeht. Und gerade das Thema Sport, Bewegung, Ernährung, Rehabilitation, das sind natürlich Dinge, wo man den Menschen draußen auf der Straße Problemlösungen anbieten muss, weil die Ärzte ja, verstehe ich auch, immer mehr mit Krankheiten beschäftigt sind, also eigentlich nur im reinen Krankheitsbereich tätig sind, aber nicht sich so sehr dann um den Bereich Prävention, Gesundheitsförderung, Gesundheitsentwicklung kümmern, beziehungsweise sich da engagieren. Es gibt ganz wenige Kollegen und die sind auch toll, also mit denen arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Und wie gesagt, da habe ich halt mehrere Firmen,
die letzte eben die Sportgruppe da im Bereich der Sportmedizin, um eben die konservative Medizin und die Rehabilitationsmedizin da ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Im Thema Ernährung bin ich da engagiert, da habe ich noch eine Firma, die eben Diagnostik macht und Software entwickelt. Und ja, spannende Entwicklung. Und natürlich mache ich zu 80% meiner Zeit Anwaltstätigkeit. Das ist ein Bereich, der sich nicht so leicht delegieren lässt, weil einfach das Erfahrungswissen ist halt verrückt. Das werden Sie auch merken, Herr Neumann. Je länger man so im Geschäft ist, umso mehr Fälle hat man, umso mehr Probleme erlebt man. Man weiß, wie Probleme gelöst werden. Manchmal weiß man auch Dinge, wie Probleme nicht gelöst werden. Man scheitert, man lernt. Und eigentlich am meisten lernt man ja durch Dinge, die schiefgehen. Da ist der Lerneffekt ja groß. Und von daher, ja, je länger man im Beratungsbereich unterwegs ist, hat man mehr Erfahrung und wird immer sicherer. Und es entwickelt sich halt da weiter. Und das ist eigentlich Ja, das Spannende. auch ein schönes Thema, dass man eben die Probleme, die entstehen, auch als Herausforderung sieht und die auch so annehmen kann und sich daraus weiterentwickelt. Aber wenn Sie es so beschreiben, hört sich ja alles so an, als wenn Sie durch die Themen, die Sie jetzt begleitet haben, also Sie haben diese Insumed GmbH, Sie haben die The Sport Group GmbH, also die sich mit dem Thema Sportmedizin, Kommunikation, Ausbildung, Beratung beschäftigt, hilft Ihnen ja auch letztendlich Ihre Mandanten noch weiter zu verstehen. Ne? Das geht mir ja auch immer so, je tiefer ich in einem Thema bin und mich da mit meinen Mandanten oder mit meinen Kunden auch weiter mit auseinandersetzen kann, umso mehr öffnen sich ja auch Felder in der Beratung. Ja, und was man natürlich sagen muss, es geht nur mit guten Partnern. Das geht auch im Anwaltsbereich immer nur mit guten Partnern. Und so auch gerade mein Partner Robert Erbelinger, der übrigens auch Diplom-Sportlehrer ist und eine kaufmännische Zusatzausbildung gemacht hat, der auch aus dem Bereich Medizin kommt, der bringt natürlich auch sehr viele andere Blickwinkel mit rein und dann kann man sozusagen dieses Geschäft auch sehr gut delegieren. Und das ist ja auch ein Thema im Medizinbereich, wie kann ich eine delegative Struktur schaffen, um Wertschöpfungsketten zu verlängern, jetzt betriebswirtschaftlich und dann sinnvoll auch dem Patienten gute Leistungen anbieten zu können. Und wenn man dazu in der Lage ist, dann löst sich das auch alles sehr von dem bestehenden KV-System, was ich teilweise nicht nachvollziehen kann, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen schimpfen über die KV. Also ich finde, von der Grundstruktur, wenn man also weltweit unterwegs ist und sich die Systeme anguckt, ich sage immer, wenn ich mal einmal im Jahr so eine Reise weit weg und sage dann immer, Mensch, wie schön es wieder nach Deutschland zu kommen, weil hier weißt du, ist alles sicher. Und du kriegst wirklich im Verhältnis zu anderen Ländern extrem hochwertige medizinische Leistung angeboten. Absolut, Und das wird meiner Meinung nach zu wenig teilweise geschätzt hier, sowohl von den Ärzten als natürlich auch von den Patienten, aber primär auch meine Zielgruppe, die Ärzte. Es geht immer noch gut. Absolut, bin ich total bei Ihnen. Ich glaube, das ist wirklich teilweise ein Stöhnen auf sehr, sehr hohem Niveau, wenn gestöhnt wird. Aber wir haben da vorhin im Vorfeld schon drüber gesprochen. Es geht ja nicht immer nur darum, die Probleme zu sehen, sondern die Probleme vielleicht so anzupacken, dass man Lösungen bereiten kann oder aufbereiten kann. Das haben Sie gesagt, ist auch so sehen Sie auch Ihre Aufgabe in der Beratung, als insbesondere auch als Rechtsanwalt. Wenn ich jetzt noch mal das Thema Unternehmer sein eingehe und was kann ich tun, um vielleicht nicht nur im GKV-System oder mit Krankenkassen oder den Patienten auf der Krankenbasis zu begleiten. Das haben Sie auch in Ihrem Buch, wie gesagt, sehr, sehr schön beschrieben, welche Möglichkeiten gibt es denn? Und Sie haben es gerade auch nochmal gesagt, eigentlich das, was Sie machen, könnte auch ein Arzt machen. Also es spricht nichts dagegen zu sagen, neben dem Arztberuf auch noch andere Firmen zu gründen, sich anders aufzustellen. Das erleben wir ja auch immer mehr, dass Ärzte aus einem vermeintlichen Problem im Moment sehr viel im digitalen Bereich digitale Lösungen suchen und sagen, ich gründe eine App oder ich entwickle eine App, habe ein kleines Startup dabei. Aber wo sehen Sie denn die größten Probleme und die größten Hürden? Warum machen das so wenig Mediziner? Warum? Ich glaube nicht, warum ist nicht ein Problem, warum es so wenig Mediziner machen, sondern ich sage generell wenn man die Menschen so generell nimmt, braucht es gewisse Fähigkeiten und auch ein gewisses Engagement, sich in diesen Bereichen wohlzufühlen. Also man muss sich schon auch wohlfühlen, man muss Vertrauen zu Menschen haben und muss auch eine gewisse Risikobereitschaft haben. Also deshalb würde ich sagen, die Medizinbranche ist da kein Unterschied zu jemand, ob jemand Installateur ist oder Programmierer. Ähnliche Probleme, wie die eine Firma aufbauen. Es gibt Programmierer, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur das theoretisch auch könnten, aber sie schaffen es einfach nicht. Habe ich auch gerade am Wochenende wieder gesprochen.
dieser hochqualifizierte Mensch, der sehr viel Know-how hat, aber leider nicht abgeben kann, loslassen kann und eben da eine Delegationsebene findet. Und da muss man halt natürlich auch das wirtschaftliche Risiko sehen. Gehört natürlich auch gewisse Risikobereitschaft, Investitionsbereitschaft dazu, wo du dann, sage ich mal ganz platt gesagt, abwägen musst, nimmst du das Geld und kaufst dir eine Wohnung oder steckst es in so eine Firma. So, und dann, manche entscheiden sich für die Wohnung, andere sagen, mache ich Firma. Also sie glauben, dass es nicht unbedingt arzttypisch ist, sondern dass es einfach Menschen, unterschiedliche Menschentypen gibt, die sagen, ja, ich habe das, ich kann das oder ich möchte das, ich möchte den nächsten Schritt gehen. Wenn ich jetzt heute die junge Generation der Mediziner mehr anschaue und überlege, warum gehen immer weniger Mediziner gerade so in diesen ambulanten Bereich? Also wir haben eine relativ hohe Sicherheit, was gerade die Übertragung von Arztpraxen angeht. Also ein wirtschaftliches Risiko habe ich in den letzten knapp 20 Jahren da wenig gesehen. Ne? Das ist, also ich kenne keinen Arzt, der es nicht geschafft hat. Und wenn, liegt es meist nicht im Praxisbereich, sondern meist im Privaten, dass es dann irgendwelche anderen Probleme da gibt, ob das jetzt eine Ehescheidung ist oder ich zu viel privat in Namen habe, mich überschulde oder wie auch immer, weil ich im Anspruch gerecht werden möchte. Warum glauben Sie, ist das trotzdem anders geworden? Oder ist das vielleicht auch in Ihrer Branche, also bei Rechtsanwälten, vielleicht bei Steuerberatern, also anderen freiberuflichen Themen genauso, dass da wenige mehr nachkommen, die Verantwortung übernehmen wollen? Ist das so? Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Was natürlich schon in der Medizin die Besonderheit ist, das erlebe ich an meiner Tochter, die ja auch Medizin studiert, dass teilweise dieses System schlecht gemacht wird, also das KV-System. Und der Einstieg ist halt normalerweise, dass halt jemand anfängt, nicht gleich mit einer Privatpraxis seine selbstständige Tätigkeit auszuüben, sondern halt einen Kassenarztsitz übernimmt und anfängt zu arbeiten. Das kann man natürlich alleine machen. Oder man kann es in Kooperationen machen. Mhm. Also ich weiß es von den Kooperationen, die wir zum Beispiel betreuen, dass da immer eine sehr große Nachfrage ist nach jungen, engagierten Ärzten, die bereit sind, in solche Strukturen reinzukommen. Und da merkt man natürlich auch, wie gesagt, dass sich die Demografie auch im Medizinbereich verändert hat, dass eben sehr viel mehr Frauen Medizin studieren, die, muss man so sagen, eine andere Lebensbiografie haben in der Regel wie die Männer. Und auch ein anderes Sicherheitsgefühl. Und da muss man sagen, war das 2007 oder wann das war, als es losging mit den MVZs und mit der Anstellungsmöglichkeit von Ärztinnen und Ärzten in den Arztpraxen, natürlich mal ein Riesenschritt, also wirklich auch für meine Mandanten, auch wirklich die sich als Unternehmer verstanden haben, die haben dann diese Möglichkeit genutzt, haben Zulassungen übernommen, aufgekauft. Wird auch sehr viel jetzt im zahnärztlichen Bereich, das ist ein anderer Bereich, hat der Gesetzgeber ja auch wieder nachgebessert, dass diese investorengetriebenen MVZs zurückgedrängt werden sollen. Ich finde, hätte man laufen lassen können, weil es gibt unter den Zahnärzten genügend engagierte Unternehmer, übrigens unter den Ärzten auch. Also die Mandanten, die wir haben, eben, die haben Ketten, einer fällt mir gerade ein, mit dem ich vorhin telefoniert habe, der hat nördlich von Stuttgart 24 Praxisstandorte, die über eine MVZ Gesellschaft als Hausarztpraxis führt, also Hausarztpraxen führt und tolles Führungsteam hat, tolle Managementfähigkeiten und so Dinge wird es brauchen. Also es wird sich halt verändern, so wie sich alles verändert. Glauben Sie, dass es Sinn machen würde, da rechtzeitig mit den Medizinern drüber zu sprechen, vielleicht auch im Studium schon oder in der Facharztausbildung neue Dinge einzuführen, damit man vielleicht so die ersten unternehmerischen Skills auch schon mitbekommt? Klar, absolut. Also je früher, desto besser. Ich würde sogar in der Schule schon anfangen. Also ich muss sagen, ich hatte das Glück, mein Großvater hat damals zu mir gesagt, du gehst nicht aufs humanistische Gymnasium, sondern du gehst aufs Wirtschaftsgymnasium, weil er Kaufmann war und hat gesagt, wenn du Abitur hast und weißt nicht, wie eine Bilanz und eine Einnahmeüberschussrechnung aussieht, dann hast du irgendwas falsch gemacht im Leben. Und deshalb, ja, würde ich da, je früher, desto besser. Also in der Schule oder spätestens im Studium muss man sich mit diesen Themen beschäftigen, auch mit Unternehmensstrategie, mal zu Seminaren, zur Fortbildung gehen. Ich glaube, Sie machen ja auch Veranstaltungen. Genau. Das sind natürlich ideale Austauschebenen, wo sozusagen nicht nur über den Medizinbereich gesprochen wird und über medizinische Entwicklung. Gut, das ist Handwerk, das wird unterstellt, das müssen wir auch machen. Ich muss auch, jedes Jahr haben wir unsere festen 5 Tage Fortbildung, Medizinrechtstagung und ein Arzt macht es ja auch. Müssen sie auch machen, um die Punkte zu sammeln, aber da zusätzlich nochmal sich reinzuschnuppern in Bereiche, wie sich die Medizin weiterentwickelt. Da gibt es ja den Kollegen Gantner aus Köln, der sich sehr Gedanken macht, wie die Zukunft der ambulanten Medizin aussieht, die Arztpraxis ohne Arzt, Telemedizin. Ja, ja.
wo wir teilweise. Herzliche Grüße übrigens, ich hatte ihn schon zweimal eingeladen in den Business Talk Podcast. Also wenn Sie ihn mal sehen, ich bin gerne, würde ihn gerne nochmal hier haben. Also die ohne Arztpraxis würde ich gerne hier auch mal mit ihm im Business Talk Podcast besprechen. Ja, genau. Ja, gerne, wenn ich ihn mal sehe, dann ja, genau. Kündige ich das gerne an. Ja. Also da entstehen eben neue Konzepte gerade zu diesem Thema. Und das ist eben super spannend, weil ich glaube, die flächendeckende, vernünftige Versorgung auch in der Zukunft, die muss ja irgendwie weiter gewährleistet sein. Ja. Ob das jetzt sektorenübergreifend ist, ob wir dann irgendwie vielleicht zwischen ambulant, stationär und Pflege hin und her wechseln, da muss sich natürlich im System auch viel tun. Das ist eben nicht so einfach mal eben gemacht. Aber ich glaube, wenn wir da alle dran arbeiten, haben wir, glaube ich, gute Chancen, dass das weiter funktionieren also kann. Ne? Ich denke, also wenn ich das jetzt so die letzten 26, 27 Jahre sehen. Die Politik ist zwar langsam, aber irgendwann mal erkennt sie schon noch die Lücken, wo es hingehen soll. Mhm. Also wie gesagt, ganz am Anfang konnte man keine Ärzte in Arztpraxen anstellen. Ist ja heute eigentlich undenkbar. Wenn du die Zulassung hast und heute geht es. Und so wird es auch für die Zukunft gehen, dass Ärzte ihre Funktion auch anders verstehen. Man muss diesen Amerikanismus nicht übertragen auf Deutschland. Geht nicht. Es wird auch eine andere Entwicklung hier meiner Meinung nach sicherlich stattfinden. Dass eben andere Leistungserbringer in solche Strukturen reinkommen. Es gibt ja auch die rechtlichen Möglichkeiten, medizinische Kooperationsgemeinschaften zu machen mit anderen Heilhilfsmittelerbringern. Das ist zwar alles reguliert, aber die Strukturen sind da, man kann das öffnen. Und gerade sozusagen, wenn man den Schritt auch außerhalb der Heilkunde geht, dann kann man das natürlich auch machen. Ganz so Extrembeispiele habe ich natürlich auch, habe einen Freund und Mandanten, der Leistungen erbringt, die nicht immer über die GOL sinnvoll darzustellen sind. Was hat er gemacht? Ist in die Schweiz gezogen, ist da weiterhin sein Facharzt und in Konstanz hat er eine Praxis gemacht, aber jetzt als Heilpraktiker, damit er in der Auswahl der Gebührenordnung frei ist. Aber wie gesagt, sicher Extremfall. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man das so strukturieren kann, dass alle zufrieden sind. Ja, aber das, finde ich, ist ein schönes Beispiel, dass man Lösungen sucht. Ne? Eben, dass man nicht einfach sagt, okay, es geht nicht und ich muss mich jetzt im System bewegen. Letztens hat jemand noch gesagt, mit dem ich auch ein Interview geführt habe, noch gesagt, wenn man sich im System bewegt, also wenn man Medizin studiert hat, wenn man oder man ist schon Mediziner oder man arbeitet nur in diesem System im Krankenhaus, wie auch immer, dann kann man das System auch mit verändern, weil man Teil des Systems ist. Und genau so sehe ich es auch, indem man einfach Lösungen sucht. Genau. Wenn wir jetzt mal praktisch versuchen, mal zu werden, also mal in einen Fall reingehen. Ich bin ein junger Arzt, möchte eben in vielleicht eine halbe GKV-Praxis haben, habe aber auch Lust am Thema Privatpraxis und möchte vielleicht gleichzeitig noch irgendetwas anderes tun. Also habe noch Spaß an Thema Gewerbe, weil ich vielleicht eine Nahrungsergänzungsmittel habe, die ich besonders gut finde, weil ich die empfehle, weil ich sage, ich mache spezielle Blutuntersuchungen zu dem Thema. Geht das alles? Und wenn ja, wie? Genau, also gehen tut grundsätzlich immer alles. Die Frage ist immer nur, wie löse ich Probleme oder muss ich alles selber machen oder kann ich es auch andere machen lassen? Also man kann da schon auch aus rechtlicher Sicht das sauber darstellen. Es gibt natürlich Geschäfte, die eben nicht gehen. Antikorruptionsgesetz ist ja jetzt auch in Kraft. Keine Rückvergütungsmodelle, nichts. Auch keine verdeckten Rückvergütungsmodelle. Es geht aber darum, wenn man im geschäftlichen Bereich was macht, dass man das auch selber aufbaut, sich auch selber dazu committet und sich nicht irgendwo hinter irgendwelchen Provisionszahlungen versteckt. Ja, vielleicht also nochmal eine Sache, verdecktes Rückvergütungsmodell, vielleicht gerne nochmal erklären, damit es noch ein bisschen klarer ist. Also die Frage danach, wir haben ja diese Überweisung gegen Entgelt, ist verboten, ich darf also nirgendwo hin und ich darf aber auch nicht über irgendein Nebengeschäft hinterrücks mir das Ganze wiederholen, indem es meine Frau, mein Onkel oder sonst wer ist. Das sind eben Themen, die, Das geht nicht. Also kenne ich auch, habe ich auch immer die Anfragen, ich sage, nein, werdet ihr glücklich? Ja, der Nachbar macht auch noch, sage ich, ja, wenn der Nachbar bei Rot über die Ampel fährt, dann musst du halt auch gucken, dass die Strafzettel bezahlt wird. Ja. Aber nein, das ist auch meiner Meinung nach unseriös, sondern ein Geschäft muss ja auch immer sich entwickeln und muss ja auch eine gute Leistung erbringen und davon auch überzeugt sein. Und immer natürlich den Nutzen des Patienten sehen. Und zwar teilweise den Patienten nutzen, nicht nur als Patient, sondern eben auch als gesunder Mensch, also Gesundheitskonsument, erlebe ich ja an mir selber auch. Also ich habe mittlerweile auch ein Dauerabonnement bei meinem Physiotherapeuten, weil wenn du viel Sport machst, also meine Theorie ist, wenn du älter wie 50 bist und noch, dir noch einigermaßen gut geht und noch ein bisschen Herausforderungen angeben willst, musst du alle 14 Tage spätestens zu deinem Physiotherapeuten, der dich wieder auf Vordermann bringt. Das kostet natürlich Geld, weil du natürlich nicht verletzt werden willst. Teuer wird es dann jetzt auch für uns alle, wenn wir uns verletzen und dann können wir uns nicht bewegen, wir können schlechter arbeiten, der Kopf ist blockiert. Und darum geht es ja, dass du im Kopf dich voll fokussieren kannst und auch
da frei bist und nicht noch um deine Gesundheitsprobleme dich kümmern musst. Also Gesundheit ist auch so generell ja in der Bevölkerung ein wichtiger Trend. Wobei sich das vielleicht auch ausdifferenziert. Es gibt vielleicht Menschen, die sich mehr darauf engagieren oder mehr Geld auch im Bereich Prävention, Gesundheitsförderung ausgeben und andere eben nicht, aber die sind ja täglich auch in der Praxis. Und da muss man dann schon auch sehen, ob ich da ein Leistungsangebot entwickle oder Kooperationspartner finde, mit denen ich das umsetzen kann, damit die Menschen gesund werden. Auch ein Freund in Hamburg, der hat in der Klinik schon angefangen, Ernährungsberatung zu machen, weil es ihn einfach genervt hat, dass ein übergewichtiger Typ-2-Diabetiker Insulin braucht, obwohl er es eigentlich, Nicht braucht. wenn er sich Genau. gesund ernähren würde, eben nicht brauchen würde. Und ja, oder wie man Verletzungen behandelt im Bereich der Sport, dass er zu schnell operiert wird, dass man mit der konservativen Methode sehr viel machen kann. Mein Physiotherapeut zum Beispiel, der hat sich die Kniescheibe vor Weihnachten gebrochen. Dann wollten sie ihn ursprünglich auch operieren. Und er natürlich, weil er weiß, wie es geht, hat sich dann konservativ selber therapiert. Jetzt ist Mitte Januar, läuft er wieder rum. Und das sind natürlich Dinge, ja, wo man einfach sehen muss, dass da Dienstleistungen angeboten werden, die im gesamten Umfeld der Medizin natürlich nachgefragt werden. Und dann gibt es noch den Schönheits- und Ästhetikbereich, den gibt es ja auch noch. Der nimmt ja auch rasend zu. Die ganzen Dermatologen, Gynäkologen, die in diesen Bereichen unterwegs sind, plastischen Chirurgen klagen auch nicht, dass es zu wenig Geschäft ist. Aber das ist dann auch wieder Geschäft. Die klagen eher wieder darüber, dass sie an die GOL gebunden sind und komplizierte Honorarvereinbarungen machen müssen. Lachen mich dann auch immer aus und sagen, ja, Messner, du mit deinen Sprüchen und der GOL, wir machen doch, was wir wollen und unsere Pauschalhonorare, aber Aber das werden wir nicht ändern. das Thema Unternehmersein ist eben nicht nur das Thema wirtschaftlich denken, sondern das Thema Unternehmersein ist eben Absolut. vielleicht auch global denken und überlegen, wie kann ich das, was ich mir aufbauen will, langfristig halten, wie kann ich Verantwortung übernehmen für mich, für meine Patienten, für meine Mitarbeiter, für das, was ich tue und dann eben daraus mehr und mehr entwickeln. Also nicht eben nur die Frage danach, wie verdiene ich möglichst viel Geld. Das Thema Arzt und Unternehmer passt für viele ja deshalb nicht zusammen. Vielleicht auch aus rein moralischen oder ethischen Gesichtspunkten schon, wenn ich sage, ich will nur Geld verdienen, ja, was ja dem Unternehmer dann auch meist in Anführungsstrichen vorgeworfen wird oder immer so ein bisschen mit unterschwingt. Ich glaube aber, da hat gerade der Mediziner sehr, sehr viele Möglichkeiten, dieses Thema vernünftig anzugehen, langfristig zu denken. Wir haben auch gerade im Vorgespräch noch über das Thema Kliniken gesprochen, die eben sehr, sehr viel dafür tun, dass sehr viel operiert wird zum Beispiel, aber an der anderen Stelle eben ist es eben auch wichtig, aus medizinischer Sicht zu handeln, ne? Dass der Klinikdirektoren auf der einen Seite eben als Mediziner da sind, aber auf der anderen Seite haben wir dann eben auch noch den kaufmännischen Direktor, der dann immer mal auf die Zahlen guckt und vielleicht auch mal sagt, was ist denn da los? Also das ist für mich auch immer so ein Gegensatz und Gegenpol, wie kriege ich dieses Thema in den Griff, ne? Ja, es gibt ja die Gesundheitsökonomie. Gerade hier in Nordrhein-Westfalen gibt es ja den Professor Wasem, der da auch sehr engagiert ist. Und man weiß natürlich um die Problematik, man will natürlich auch die Problematik lösen, nur die sehen das halt teilweise immer global, also viel, viel größer, in größeren Dimensionen. Und der Arzt sitzt in seiner Praxis und hat halt erstmal diese kleine Dimension. Und da gibt es natürlich Ungerechtigkeiten, das ist ganz klar. Die Gebührenordnung ist auch nicht immer gut kalkuliert. Je nachdem, was auch immer verändert wird. Die einen freuen sich, die anderen schimpfen. Aber die Herausforderung ist halt schon, jetzt für die KV und für diese öffentlich-rechtliche Struktur zu gucken, wie gehe ich mit diesem knappen Ressourcengeld und wie setze ich die optimal ein. Und dann, gut, gibt es halt die zwei Töpfe, ambulant, stationär. Und jetzt versucht man ja, das ein bisschen aufzulösen über integrierte Versorgungsverträge, besondere medizinische Versorgungsverträge, Öffnung der Krankenhäuser für den ambulanten Bereich. Das war ja übrigens auch ein Motiv da, die MVZs zuzulassen, Klar. dass man die Krankenhäuser mehr an den ambulanten Bereich reinführt und dadurch vielleicht die Kosten im stationären Bereich sichern kann, senken kann. Ja, spannend, muss man halt abwarten, wo die Entwicklung hingeht. Stationärer Bereich wird sicherlich durch den medizinischen Fortschritt halt noch vielleicht einen Überkapazitätsabbau haben die nächste Zeit. Aber absolutes Geschäftsmodell für die Zukunft ist der gesamte ambulante Bereich, definitiv. Ja. Also das finde ich schön, dass Sie das sagen, weil es geht ja hier im Business Talk Podcast auch darum, den jungen Mediziner Mut zu machen für das Thema ambulante Versorgung, für das Thema eigene Praxis, egal Absolut. in welcher Form man das betreiben möchte. Ob man jetzt sagt, ich will tatsächlich in die Einzelpraxis gehen oder ob man doch langfristig in eine Kooperation, in die Gemeinschaft, die sicherlich noch mehr Möglichkeiten bietet, auch in der Grundversorgung, also in der Primärversorgung über Hausärzte und eben nicht nur im Facharztbereich, ne? Aber vielleicht gibt es auch da demnächst noch mehr. Wir haben das Thema, was wir immer schon hatten damals, dieses Thema Polikliniken oder medizinische Versorgungszentren, die vielleicht viel mehr Möglichkeiten bieten.
und in einem Zusammenschluss. Und auch da, glaube ich, sollte der Arzt oder die Ärztin, wenn man auch gesagt, die Medizin wird immer weiblicher, keine Sorge haben. Denn ich glaube, es ist nicht unbedingt nur notwendig, dass ich als Arzt alles kann, sondern ich muss vielleicht mit Leuten zusammenarbeiten, ein gutes Team haben, die mir diese Dinge auch mit aufbereiten. Also ich spreche immer vom Arzt als Basisökonom, also ein paar Dinge muss er wissen, aber darüber hinaus muss man sich eben auch auf seine Stärken konzentrieren und nicht die Schwächen so weit versuchen zu verbessern, bis sie einigermaßen gut sind. Also ich glaube, da gibt es gute Leute, mit denen man gut arbeiten kann. Einer sitzt gerade mir gegenüber. Ich finde das sehr, sehr schön, weil auch für mich ist dieses Bild so stimmig. Ihr könnt das jetzt alle nicht sehen hier. Ich habe ja leider einen Videopodcast abgeschafft, aber Herr Messner ist nicht nur ein guter Typ, sondern ist Sportler durch und durch, passt auf sich auf. Und wir sind beide über 50, soweit kann ich das schon mal sagen. Aber ich glaube, wenn ihr ihn sehen würdet, würdet ihr meine Einschätzung dazu genau teilen. Was mich noch interessiert, ist das Thema, gibt es ein paar Tipps und Tricks? Also was, wenn ich, also Tricks vielleicht nicht im Sinne von irgendwas vorbei, sondern wie habe ich, muss ich einfach mutig sein als Mediziner? Muss ich einfach sagen, ich mache ein paar Dinge und ich gehe an und ich suche mir Menschen, mit denen ich das umsetzen kann? Also was man schon sein muss, man muss gewisse Angstfreiheit haben. Hm. Also Mut, Angst. Thema kaltes Wasser springen, aber das kann man ja üben. Also ich sage jetzt mal, keiner fängt an, Marathonlauf zu laufen, indem er sagt, ich melde mich an und leg los. Sondern man trainiert ja dahin, ne? Also Sprache aus dem Sport zu nehmen. Genau, Und wenn du einen Marathon läufst und bist zumindest im Training noch nicht mal eingelaufen, dann solltest du meiner Meinung nach nicht mal anfangen. Oder wenn du den Ärmelkanal durchschwimmen willst, vielleicht ist es sinnvoll, mal ein paar Bahnen im Schwimmbad zu ziehen. Also kann man sich darauf vorbereiten. Mhm. Deshalb würde ich auch immer von anderen lernen. Auch bei mir. Ich habe bei meinem ersten Partner und Kollegen wahnsinnig viel gelernt. Die ersten 5 Jahre war ich da. Und das würde ich auch vielleicht jemandem mitgeben, wenn er sich niederlassen will, dass er vielleicht auch sagt, in eine erfolgreiche Praxis reingehen und sagt, pass auf, ich komme zu dir, Geld spielt erstmal nicht so diese wesentliche Rolle. Ich arbeite und ich will lernen. Mhm. Und so lernt man meiner Meinung nach Learning by Doing einfach am besten. Und zusätzlich natürlich auch noch die Theorie. Wie gesagt, Sie hatten ja gesagt, dass Sie auch solche Veranstaltungen machen. Das finde ich unerlässlich. Auch diese, nicht nur die Veranstaltungen und die Vorträge hören, sondern der Austausch unter den Kollegen. Was machst du? Was machst du? Mhm. Wen hast du? Mit welchen Lösungen arbeitet ihr im Bereich der Buchhaltung, in der Abrechnung, was auch immer? Und dann ist es relativ einfach. Man muss natürlich noch ein zweites Thema haben. Man muss die Menschen lieben. Man muss also auch lieben, ein Team zu führen. Man muss da auch vorangehen. Das muss man auch wollen. Also sich nicht hinter den Mitarbeitern verstecken, sondern schon auch sagen, ich trage die Verantwortung für alles. Und nachher kommt erst gar nichts. Dann kommt auch wieder ich, wenn irgendwo was, Anführungszeichen, schieflaufen sollte. Aber ich denke, die Ängste, die teilweise sind, die sind einfach unbegründet. Also wenn man mutig ist, ausreichend Know-how hat, dann sollte man schon in der Lage sein, sich ab dem 40. Lebensjahr spätestens, würde ich mal so sagen, niederzulassen. Oder zwischen, nein, geht ja immer noch, die Menschen werden ja älter. Also bis Mitte 45 kann man sich schon noch irgendwie niederlassen und da richtig was entwickeln. Ja. Ja, zumal ja, wir kennen uns ja auch noch daran erinnern, dass man irgendwann mit 65 mal seine Zulassung abgeben musste. Das ist ja Gott sei Dank auch alles nicht mehr der Fall. Man hat ja da viel, viel mehr Möglichkeiten jetzt mittlerweile. Also ich glaube auch, es ist nie zu spät, es ist aber auch nie zu früh. Und ich war letztens auf einer Veranstaltung, wo es dann hieß, man muss das oder das tun. Ich glaube, es ist so individuell, das Thema Niederlassung, dass man sich einfach, wenn man Spaß daran hat, damit beschäftigen kann, zu jedem Zeitpunkt, zu jedem. Also man muss natürlich zumindest ein paar medizinische Voraussetzungen erfüllen, aber ansonsten das stimmt. Ich das auch. Also die fachliche Qualifikation muss klar sein. Klar. Und ich würde auch sagen, was schwierig ist, wenn du Doktor für alles bist, ist auch schwierig. Mhm. Also man sollte schon eine Spezialisierung haben. Man sollte sich schon auch darüber unterhalten, ob ich eher sozusagen in eine Zuweiserpraxis gehe oder eine Zuweiserpraxis mache oder ob ich im Primärbereich unterwegs bin. Also es sind so ein paar Grundregeln, aber das, wie gesagt, das kann man ja bekommen und dann... Absolut, dann, ja. Kann man durch, sie machen das ja auch mit durch gute Beratung und Begleitung die entsprechenden Wege bahnen. Und meine, also ich will das auch bestätigen, was Sie gesagt hatten im Vorgespräch, ich kenne keinen einzigen Arzt, der aus Unwirtschaftlichkeitsgründen der Praxis gescheitert wäre. Mhm. Sondern wenn, dann waren es meistens persönliche Fehlinvestitionen im privaten Bereich, zu viele Häuser, zu viele Wohnungen, irgendwelche Bauherrenmodelle, Schiffs. Was auch immer Modelle, genau. Nachschlussverpflichtungen. Richtig. Aber so im Bereich der Praxis kenne ich niemanden, der wo es nicht überwindbare Probleme gegeben hätte. Von daher, also wirtschaftliche Risiko im Gesundheitsbereich, denke ich, kann man sehr überschaubar halten.
Und wird immer ein einträgliches Geschäft sein. Jetzt bewegen wir uns ja heute in einem Zeitalter der Digitalisierung. Für viele ja ein Buzzword, also ein Wort, was auch viel falsch verstanden wird, was von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich geprägt ist oder für viele auch teilweise, gerade wenn ich in der ambulanten Versorgung schon tätig bin, in Praxen tätig bin, für viele auch ja, mit dem Thema Investitionen, Großinvestitionen verbunden ist. Für den einen, auch das habe ich hier schon im Podcast mehrfach gesagt, ist das Thema Digitalisierung. Ich kriege eine neue Telefonanlage und für den nächsten ist es eben die App, die ich jetzt verschreiben kann im Rahmen der neuen Gesetzgebung, die jetzt gerade aktuell geworden ist. Was glauben Sie, wo führt uns das Thema Digitalisierung in der Medizin hin? Ja, Digitalisierung wird natürlich dahin führen, dass es sehr viele Prozesse erleichtert. Also im Prinzip ist ja heute ein Anachronismus, dass ein Arzt noch einen Zettel schreibt, wo Rezept draufsteht und der Patient mit dem Rezept in die Apotheke rennt. Also da sieht man ja schon, dass das muss anders funktionieren. Wenn wir teilweise Bankgeschäfte mit Hunderttausenden übers Handy abwickeln können und wegen einem Arztrezept müssen wir noch mit dem Papier da irgendwo rumrennen. Also da ist noch genügend sozusagen Aufholbedarf oder Rationalisierungsbedarf da, dass sich der Arzt eigentlich auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren kann. Gerade wenn es um die Leistungserfassung geht, Spracherkennung, digitale Medizin, auch Bilder, Handy, Übermittlung, Diagnosen, muss der Patient immer in die Praxis kommen, schaffe ich es nicht auch anders. Gut, der Gesetzgeber ist noch nicht so weit, aber der Gesetzgeber reguliert immer nach der Entwicklung. Aber von daher sehe ich da sehr spannende Entwicklungen, total. Auch gerade im Bereich Digitalisierung, Datenerfassung, da haben wir ja auch noch nicht alles. Also es gibt ja diese Datenbanken, wenn es um Brustkrebs gibt und irgendwelche Karzinome, das wird es geben. Aber warum wird es nicht Datenbanken geben, wenn ein Patient mit einer bestimmten seltenen Erkrankung in Neuseeland behandelt wurde, der hat folgende Medikamente genommen, hat folgendes gemacht, das ist alles sauber dokumentiert. Jetzt kommt ein Patient hier in Deutschland, hat genau dieselbe Diagnose. Könnte man ihm vielleicht, wenn man die Daten hätte, einen Fahrplan geben, ein vergleichbarer Mensch, hier so und so hat sich es entwickelt, da und da hat sich es verändert. Ja, und da spielt ja heute in der heutigen Medizin hat dieses Thema Epigenetik eine große Rolle, dass man Dinge nicht einfach so hinnimmt, sondern dass sich Dinge auch verändern können. Also deshalb Digitalisierung und Beschleunigung von Prozessen, Verbesserung der Kommunikation, das sind Dinge, die auch dann in der ja, helfen zu seinen Job auch besser zu machen. Also wir machen teilweise Telefonkonferenzen. Ich habe Geschäftspartner in Italien, da wird geskypt und dann sieht man einander und dann verhandelt man oder einen anderen Geschäftspartner, der jetzt gerade in Neuseeland ist. Da hast du ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten, mehr im Kontakt zu bleiben. Und so wird es natürlich mit der Medizin auch sein. Wie kannst du in Kontakt bleiben mit den Patienten? Wie kannst du denen Anleitungen geben? Und das wird, also da wird spannend werden. Da braucht es natürlich die Ärzte. Und wenn es die Ärzte nicht machen, werden es andere machen. Also ich glaube das auch, dass es auf jeden Fall unterstützend ist und dass es die Medizin und die Entwicklung, die Behandlung und die Prävention, also all das ganze Thema weiter nach vorne bringen wird. Ich höre da wieder den Unternehmer auch aus Ihren, wo Sie sagen, Mensch, ich nehme diese Dinge auch an, das ist einfach wichtig, damit man als Unternehmer sich auch weiterentwickelt und wenn man offen ist für diese Dinge, entstehen dann nicht nur Risiken, sondern es entstehen vor allen Dingen neue Chancen und eben nicht nur für einen selbst, sondern für die gesamte Branche, für den gesamten Bereich, in dem man sich bewegt. Ich habe gerade jetzt heute gelesen, ich kriege es jetzt, glaube ich, nicht mehr so ganz zusammen, ich versuche es aber mal trotzdem. Wir sprechen ja gerade um diese neue Lungenkrankheit, die uns da aus China ja, bedroht, Coronavirus. genau, die Coronaviren, dass ein KI-System bereits vor 6 oder 8 Wochen diese Effekte vorausgesagt hat und auch gesagt hat, wo sie erstmalig auftreten und Warnungen ausgegeben hat, was das angeht. Das ist ja hochspannend, dass wir KI und die Algorithmen dahinter so einsetzen können, dass es präventiv wirken kann. Wir müssen dann nur eben die Entscheidung als Mensch treffen, in welche Richtung entwickelt sich das, beziehungsweise wie nutzen wir das vernünftig. Aber das ist eben genau, fand ich jetzt heute, fand ich das sehr schön zu lesen, dass es eine Möglichkeit ist, wie man diese Dinge eben vernünftig Klar. einsetzen kann für uns, für die Gesundheit des Menschen. Ne? Also müssen wir auch vielleicht mal über den Teich rüber gucken. Also in Amerika gibt es ja auch manchmal gute Dinge. Zum Beispiel gibt es in Amerika Thermometer, um die Körpertemperatur zu messen. Und die sind vernetzt, digital. Das heißt, die können Grippewellen vorhersagen, wie und wo die sich ausbreiten. Wir sind noch nicht so weit. Wir haben auch einen anderen Ansatz in Deutschland, weil wir ja sehr auch den Datenschutz hochhalten. Aber wie gesagt, die Seite hat immer zwei Medaillen. Und die Frage ist nicht, ob wäre schon, ob man da im Datenschutz vielleicht ein paar Kompromisse macht,
um eben dem Gesamtganzen mehr einen größeren Nutzen zu bieten, so will ich es jetzt mal sagen. Aber wie gesagt, ich bin da Optimist, der Gesetzgeber wird dann wieder nachbessern und dann werden wir in dem Bereich auch unsere Problemlösung haben, ganz einfach. Absolut, bin ich total bei Ihnen. Jetzt gucke ich hier mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt ungefähr 40, vielleicht schon fast 45 Minuten. Es geht immer so schnell vorbei, die Zeit. Zum Schluss möchte ich auch mit Ihnen noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? 5 bis 10 Jahre, also ich würde mal sagen, 5 Jahre kann Fast man so unseriös, einigermaßen ja? gucken. 10 Jahre würde ich sagen, ist zu weit, aber 5 Jahre, es wird eine definitive Konzentration geben, auch von Organisationen, und zwar unterschiedlich im fachärztlichen, hausärztlichen Bereich, muss man sehen. Im fachärztlichen Bereich werden Kliniken eine Rolle spielen oder aber Ärzte, je nachdem, wie die Ärzte diese Aufgabe wahrnehmen. Im hausärztlichen Bereich werden wir viel, viel mehr mit Kettenversorgung haben. Wir werden wirklich solche Dinge haben wie Praxis ohne Arzt. Krankenschwestern, weitergebildete Helferinnen, die gewisse Funktionen übernehmen, wird eine engere Vernetzung zum Pflegebereich geben. Wird auch vielleicht eine Substitution von ärztlichen Leistungen geben. Also die nächsten 5 Jahre, da bin ich mir sicher, da wird spannenderweise noch was passieren. Älter werdende Bevölkerung, die Rahmenbedingungen, die kennt jeder. Die Frage ist, ob unser Sozialversicherungssystem sich das alles leisten kann, ist wieder eine andere. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass ja die Menschen für Gesundheit und Gesundheitsvorsorge selber bereit sind, auch Geld auszugeben. Und da wird es natürlich auch Angebote geben. Also von daher positive Entwicklung, Konzentration, mehr Kooperation, viel mehr im Angestelltenbereich. Das sind auch Herausforderungen übrigens für die ärztlichen Versorgungswerke, wenn nicht mehr so viele selbstständig tätige Ärzte tätig sind. Wie wird die Altersversorgung der Ärzte in Zukunft aussehen, wenn viel, viel mehr angestellte Ärztinnen und Ärzte tätig sind? Muss man abwarten, aber trotzdem grundsätzlich positiv. Eine stärkere Vernetzung von Fachrichtungen, weniger stationär, viel mehr ambulant. Das werden natürlich die Kollegen aus dem stationären Bereich nicht so sehr hören, aber es gibt ja noch Patienten aus dem Ausland, war letztendlich auch wieder in Dubai und im Oman, wo sie eine andere Gesundheitsvorsorge haben, wo aber die Patienten dann auch teilweise hier versorgt werden in Deutschland. Und das ist natürlich auch für unser Anführungszeichen Export, wir als Exportland, ein Wirtschaftsfaktor, dass die Patienten zu uns kommen, um hier behandelt zu werden. Also ich finde großartige Chancen und Möglichkeiten. Sehr schön. Ja, was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit? Ja, für mich persönlich natürlich klar, wenn man älter wird und es anfängt zu zwicken, ja, dass man selber sich mit diesen Fragen auch beschäftigt und sich die entsprechenden Ärzte holt. Also, dass man regelmäßig seine Check-ups macht. Und Aber da Sie auch sind viel selber. präventiv ja auch unterwegs, ne? Also Ja, Ernährung, Bewegung. aber gucken Sie, ich habe ja von Bundeswehrzeiten noch meinen LKW-Führerschein. Und wenn du älter als 50 bist, musst du alle 5 Jahre so einen Gesundheitscheck machen, ob du noch gut hörst und siehst und ob du sonst noch dein Blutdruck in Ordnung ist. Ja, dann musst du wieder zum Check-up hingehen. Und sonst natürlich klar, dass man täglich, wenn ein Mensch, Mann, Frau, älter wie 50, brauchen ihren eigenen Physiotherapeuten, Personal Trainer, weiß ich jetzt nicht, das kann man selber theoretisch machen. Man muss sich ja auch da gucken, wie geht die berufliche Entwicklung weiter. Viele, die im Angestelltenverhältnis sind, die müssen sich stellen sich ja auch die Frage, was passiert nach 60? Wie soll das Leben da aussehen? Und dann hat man ja die Frage, wie willst du noch Radfahren oder willst du im Rollstuhl fahren? So. Und Ja, dann fährst du lieber selber im Fahrrad. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus Ihrer Sicht als Unternehmer haben? Als Unternehmer erstmal Spaß am Beruf, das ist das Wichtigste. Sie müssen ihren Beruf lieben und die Menschen lieben. Das ist Grundvoraussetzung. Dann kommen die anderen Sachen natürlich, dass man ein gewisses Grundrüstzeug an Know-how hat, dass man auch eine gewisse Angstfreiheit hat, wenn es um Entscheidungen geht. Man sollte nicht zu gierig sein, man muss auch Geld loslassen können, weil manches kostet halt auch eben Geld. Man wird auch Geld in den Sand setzen. Aber wenn man entsprechend gut beraten ist, dann wird es immer kontrolliert in Sand gesetzt Und wenn und man nicht Geld gerne unkontrolliert. ausgibt, kommt es auch gerne zurück. Also von Richtig, das muss man daher. natürlich auch sehen. Ja. Genau. Ja, gibt es ein Buch oder ein Film, was Sie besonders mitgerissen, motiviert, erreicht hat in der letzten Zeit oder Also, was ich überhaupt? normalerweise immer empfehle, ist, Gerald Hüther ist der Hirnforscher aus Göttingen. Der hat 2 Bücher geschrieben, so kleine, die kann man ganz schnell lesen. Das eine heißt Die Macht der inneren Bilder und das andere Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Also auch für Ärzte geeignet. Das empfehle ich dann normalerweise. Und ansonsten gibt es natürlich die ganzen Management-Bücher, Filme,
auf YouTube kann man ja alles angucken. Solche Podcasts hören zum Beispiel. Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, finde ich auch. Genau. Das springt ja sehr schön weiter. Ja, und der letzte Frage, gibt es jemanden, den Sie uns, also außer dem Dr. Gantner ohne Arztpraxis, den haben wir ja schon, den haben wir ja schon erwähnt, den Sie uns hier als Podcast-Gast für den Podcast empfehlen können? Also ich weiß jetzt, ich sage normalerweise sind die Zahnärzte als Berufsgruppe den Ärzten ungefähr 3 bis 5 Jahre voraus. Richtig. Also da würde ich mir vielleicht mal, wenn ich Sie wäre, vielleicht mal einen Zahnarzt suchen. Ja. Wir hatten schon 2. Also, ja, toll. Also eine Kieferorthopädin, selber Mandantin hier und einen jungen Zahnarzt aus Bochum, der gerade sehr, sehr gute Entwicklungen macht. Also der auch genau dieses unternehmerische Gen hat. Also da kenne ich zum Beispiel hier aus der Nähe, zum Beispiel Köln, der Dr. Zartmann oder ein Freund von mir, der Professor Dohm aus Ludwigshafen. Die könnten sicherlich so im zahnärztlichen Bereich noch ein bisschen was erzählen. Ansonsten im ärztlichen Bereich, muss ich mal so nachdenken, wer da... Ja, auf jeden Fall toller Diskussionspartner für Sie wäre der Steuerberater Dr. Michel aus Düsseldorf. Mhm. Ja. Und dann, ja, mehr fallen mir jetzt nicht. Dann fragen wir ihn mal an, das ist ein guter Hinweis. Also Herr Michel, ich werde mich bei Ihnen melden. Ja, Herr Messner, super. Das geht immer sehr, sehr schnell rum. So ein Dreiviertelstündchen hier und deshalb bedanke ich mich, dass Sie heute hier waren, hier oder hingekommen sind, dass wir uns mal persönlich kennengelernt haben. Und wir machen natürlich alle Verlinkungen zu Ihnen, auch wenn Sie gesagt haben, das brauchen wir nicht, machen wir trotzdem zu Ihnen in die Shownotes, also sowohl den Buchhinweis als auch die persönlichen Kontaktdaten. Also wer direkt Kontakt aufnehmen möchte zu Herrn Messner, kann das auf jeden Fall gerne tun, auch sonst gerne über uns, aber immer auch direkt, weil ich glaube, es ist total wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der diese Dinge miteinander vereint und der vielleicht auch einfach mal ein paar Hinweise geben kann, außerhalb von rechtlichen Themen, die ja für viele immer sehr, sehr abstrakt sind und einfach mal ein paar praktische Tipps hingeben kann. Also, für alle die heute dabei waren, schön, dass ihr wieder zugehört habt und zugeschaut habt. Denkt immer dran, eine Bewertung bei iTunes, YouTube oder wo immer ihr uns hört. Und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast, bleibt unternehmerisch und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Herr Messner, Sie dürfen das Abschlusswort sprechen. Ja, schönen Dank für die Einladung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay. Und danke.